Hallo, wir sind Vera Wecker und ich bin Anna Simanzik. Wir sind für die Stiftung Historische Museen Hamburg hier. Das ist ein Museumsverbund in Hamburg, zu dem 7 Museen gehören, sehr unterschiedlicher inhaltlicher Ausrichtung. Und die Museen befinden sich in verschiedenen Formen von Modernisierungsprozessen, sind teilweise sogar deswegen geschlossen. Wir bekommen auch ein ganz neues Museum, das Deutsche Hafenmuseum, und haben somit ein sehr vielfältiges Aufgabenfeld, denn wir sind für die Online-Kommunikation dieser Stiftungshäuser zuständig. Und ja, danke. Okay. Genau. Und wir wollen heute das Portal für deutsche Gebärdensprache, was wir auf unserer Website führen, vorstellen. Und uns ist wichtig, dass dies ein 0-Euro-Projekt ist. Also wir haben natürlich Personalkosten für die Personen, die das umgesetzt haben, und auch für unsere Kollegin, die heute nicht dabei ist, die wir aber gleich im Video zuschalten. Und ansonsten ist es aber ein rein redaktionelles Projekt. Und wir würden diesen Vortrag jetzt auch so formulieren, dass der durchaus anpassungsfähig ist als ein quasi eine, nicht eine Anleitung, aber ich glaube, man kann was mitnehmen, wenn man auch in diesem Bereich stärker einsteigen möchte und dafür aber spontan keine Mittel zur Verfügung hat. Genau. So, wir wollen zunächst einmal unsere Kollegin Martina Bergmann vorstellen. So, jetzt nochmal, ne? Ich lese die Untertitel mit. Hallo, mein Name ist Martina Bergmann. Ich arbeite beim Museumsdienst Hamburg. Ich gebärde in DGS, meiner Muttersprache. Ich bin also Native Speaker, wie ihr sehen könnt. Genau, die deutsche Gebärdensprache ist eine seit 2022 eigenständige Sprache und sie ist im Behindertengleichstellungsgesetz verankert. Und sie ist seit 2021 auch noch Teil des UNESCO-Kulturerbes, des immateriellen Kulturerbes. Und das sind wichtige Punkte, die vielleicht nicht immer ganz präsent sind bei Personen, die nicht diese Sprache sprechen. Übernimmst du? Es gibt keine offiziellen Statistiken, aber man geht in etwa davon aus, dass ca. 80.000 Menschen in Deutschland gehörlos sind. Hinzu kommen Personen mit Schwerhörigkeit, Sprach- oder Sprechstörungen und wie man sich vielleicht auch denken kann, es gibt eine gewisse Dunkelziffer in diesem Bereich. DGS, so haben wir das wahrgenommen in informellen Gesprächen, ist eine Sprache, die häufig nachrangig behandelt wird. Und wir haben gemerkt, ganz viele Argumente sagen, und ganz viele Menschen sagen immer, ja, aber die können ja lesen. Also warum müssen wir DGS machen? Ja, das stimmt. Die können natürlich lesen. Das ist in der Regel keine Frage. Aber wir möchten sensibilisieren dafür, dass DGS eine eigene Sprache ist. Und uns ist es wichtig, dass wir bei unseren Projekten und bei unseren Videos die richtige Sprache, den richtigen Tonfall und auch die richtige Machart treffen, um die richtige Zielgruppe damit zu erreichen und mit den Besuchsgruppen entsprechend zu kommunizieren. Viel spannender ist in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage, wie viele Menschen nutzen eigentlich DGS? Für wen mache ich das eigentlich und für wie viele Personen? Ich habe gerade schon die Zahl 80.000 in den Raum geworfen. DGS nutzen aber 200.000 bis 250.000 Menschen schätzungsweise. Und um diese Personen geht es unter anderem. Wie erreicht man Menschen mit Beeinträchtigungen? Wie erreicht man Menschen überhaupt allgemein, die verschiedene Lernstile haben? Wie erleichtert man Zugänge? Wie schafft man Angebote, um möglichst viele Menschen zu erreichen? Es geht dabei um unterschiedliche Zugänge zu Wissen, die Menschen einfach nutzen können. Wir möchten noch einmal unsere Kollegin Martina zu Wort kommen lassen. Jetzt muss ich mich beeilen. Ich möchte mich an euch wenden, um nachdrücklich zu erklären. Erstens, wir, die Gebärdensprachgemeinschaft, verlangen Inhalte in DGS im Museumsbereich sowie bei Führungen bereitzustellen. Warum? Die Kommunikation zwischen tauben oder gehörlosen Guides und gebärdensprachkompetentem Publikum ist direkter, fließender und barrierefrei. Zweitens, Untertitel. Alle Videos und Ausstellungen, egal ob es Dauer- oder Sonderausstellungen sind, müssen Gesprochenes vollständig untertitelt haben, damit taube Menschen die Chance haben, es zu verstehen.
Musik oder Geräusche zu verschriftlichen, ist nicht notwendig. Aber es wäre gut, wenn kurz Musik oder Geräusch eingeblendet werden würde. Wenn ein Video ein Kunstvideo ist, ist natürlich klar, dass es nicht untertitelt wird. Um eben möglichst viele Zugänge zu schaffen, versuchen wir, unsere Webseite möglichst barrierearm zu gestalten. Das ist nicht immer ganz einfach, das ist uns klar und das werden wir auch wahrscheinlich nie schaffen in Gänze, aber wir haben einfach mal angefangen. Es gibt dabei viele Aspekte zu beachten, technische als auch die Vielfalt der Sprachen und verschiedene Zugangsmöglichkeiten. Wir stellen jetzt hier den rein redaktionellen bearbeitbaren Bereich vor, den wir quasi selbst bestimmen können, wo wir Einfluss drauf haben und den wir immer schnell umsetzen können. Wir haben uns dabei für einen strategischen Mix entschieden, damit wir möglichst viele Personengruppen erreichen können. Gleichzeitig müssen wir aber auch an unsere Kapazitäten denken, denn die sind bei uns auch sehr begrenzt. Wir versuchen, unsere Webseiteninhalte alle auf Deutsch verfügbar zu machen. Das ist unser Fokus. Wir haben auch eine englischsprachige Webseite. Ausgewählte Journalbeiträge gibt es auch auf Englisch. Das entscheiden wir intern, was übersetzt wird, was nicht. Es gibt auch allgemeine Informationen in leichter Sprache. Das haben wir ungefähr vor 3 Jahren auch selbst umgesetzt. Und was auch definitiv noch ausbaufähig ist, meines Erachtens. Und im vergangenen Jahr haben wir unsere Webseite neu überarbeitet und es gab einen Webseiten-Relaunch, den Anna dankenswerterweise für uns fast im Alleingang umgesetzt hat, könnte man sagen. Und da kam jetzt auch der DGS-Bereich endlich hinzu. Und wir wollten das gar nicht als großes Projekt aufblasen. Das wäre uns viel zu viel gewesen, wenn wir von vornherein gesagt haben, wir wollen alles in DGS. Das geht nicht. Das geht nicht in der Kürze, das geht nicht in der Schnelle und das geht auch nicht in der Qualität. Darum haben wir gesagt, wir machen es langsam, wir machen das Schritt für Schritt, dass wir gucken, wie wir das so mit unseren Wortmitteln einfach schaffen. Achso, meine Seite, okay. So. Was haben wir bisher gemacht? Zunächst haben wir einen Workflow erarbeitet mit unserer Kollegin gemeinsam. Und das ist ein wichtiger Punkt. Das ist natürlich klar, das klingt jetzt banal. Wir haben einen Workflow erarbeitet. Ja gut, das machen wir hier die ganze Zeit. Aber wir sprechen unterschiedliche Sprachen. Das heißt, wir haben wirklich auch ein Learning gehabt für uns beide. Unserer Kollegin war das schon klar. Dass wir einfach ein bisschen länger brauchen, um miteinander ins Gespräch zu kommen und auch, dass man sehr nachsichtig miteinander sein muss, was Missverständnisse angeht. Und der gemeinsam erarbeitete Workflow ist eigentlich unsere zentrale Basis, auf der wir dieses ganze Projekt fundieren können. Also es geht dabei um technische Herausforderungen und Bedarfe. Es geht aber auch um das kommunikative Miteinander, um Zulieferung von Inhalten und um inhaltliche Beratung gegenseitig. Genau. Die Schwierigkeit ist, wie eben schon herausgearbeitet, die Kommunikation. Man muss sich einfach wirklich für dieses Projekt etwas Zeit lassen. Das geht nicht kurz per E-Mail hin und her. Wir haben oft die DolmetscherInnen von unserer Kollegin mit im Boot und genau, wir müssen da einfach ein bisschen beidseitig nachsichtig sein, damit es in Gang kommt. Und ich betone das gerade so, das klingt jetzt so, als ob wir große Probleme hatten, ins Gespräch zu kommen. So war es nun auch nicht. Wir hatten ja ein gemeinsames Ziel, aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diesem Ziel eben auch nachstrebt und sich dann nicht verunsichern lässt, wenn man manchmal einfach ein bisschen aneinander vorbei kommuniziert und es dann erst wieder zurückholen muss. Und daran anschließend ist der Punkt Technik. Wir werden gleich nochmal im Detail auf die Technik eingehen, für die, die es interessiert. Und da wissen wir, wie wir es umgesetzt haben. Aber wichtig ist an dieser Stelle erstmal, dass der technische Workflow gemeinsam entwickelt wird. Denn auch hier müssen es natürlich Tools sein, die barrierearm gestaltet sind. Und wir haben zum Beispiel ein Problem erst im Workflow entdeckt, weil wir mit einem zweispurigen Mikrofon immer aufnehmen. Und wenn da nur eine Person spricht, ist auch nur der Sound auf einer Spur drin. Und das ist dann für die Erstellung der Untertitel. Auf der Basis der Untertitel wird die
DGS-Übersetzung dann aber erst erstellt. Das gibt also ein Problem. Und solche Dinge sind uns dann einfach aus Unkenntnis oft nicht bewusst und entstehen, also kommen erst heraus, wenn wir drüber sprechen mit unserer Kollegin. Und das sind wichtige Erkenntnisse, die wir eben auch festhalten, um das in der Zukunft auch fortzuführen. Genau, was braucht man? Man braucht natürlich das Personal dafür, gerade wenn man es No-Budget oder Low-Budget-mäßig umsetzt und es nicht als Auftrag, Übersetzungsauftrag an eine Agentur rausgeben kann, braucht man das eigene Personal. Also wir sind beide da. Wir haben aber auch ja noch viele andere Aufgaben. Das heißt, wir zwacken das in unserer Arbeitszeit ab. Unsere Kollegin ist wirklich für diese Aufgabe da. Die macht das Bildungsprogramm in DGS für die Stadt Hamburg, für die beteiligten Stiftungsmuseen, aber auch für andere Museen. Und sie hat natürlich da ein starkes Interesse dran, das voranzubringen. Wenn sie aber auch in Rente geht, kann es gut passieren, dass da eine Vakanz der Stelle für eine Zwischenzeit entsteht, die man dann auch erstmal anders füllen muss. Und jetzt reden wir die ganze Zeit über etwas, was wir noch nicht gesehen haben. Deswegen zeigen wir es einmal ein kurzes Video, wie das Endergebnis aussieht. Und ich bin Leiterin des Jenisch-Hauses. Das Jenisch-Haus ist eine Außenstelle des Altonaer Museums. Und wir zeigen hier die Ausstellung Ja, ich will, die Kunst der Hochzeitsfotografie. So, das war jetzt ein kurzer Eindruck. Das war jetzt einfach thematisch das letzte Video, was wir mit unserer Kollegin produziert haben. Und genau, das gibt aber einen Eindruck darüber, wie wir arbeiten. Also wir machen eigentlich ein Standardvideo, untertiteln es und haben dann ein DGS-Layover drüber. Zur Technik. Mhm. Zu der Hardware, die wir nutzen. Also wir nutzen ganz normale Kameras, Handykameras, das, was uns zur Verfügung steht. Wir haben auch ein Stativ, es gibt Ringlichter. Unsere Kollegin selbst, Martina, nutzt für ihre Videos, sie macht verschiedene, sie macht die zum einen für uns. Wenn sie das für uns macht, mit einem Overlay vor in einer, mit meinem Greenscreen. Aber sie macht auch Videos neben Ausstellungsplakaten oder in Ausstellungsräumen. Aber das ist tatsächlich von der Hardware sehr überschaubar gehalten. Bei der Software hingegen ist es nicht ganz so einfach. Um diese ganzen Untertiteldateien zu erstellen und zu generieren, die dafür unbedingt nötig sind, damit sie überhaupt zuordnen kann, was wird gesprochen, zu welcher Zeit, zu welcher Sekunde, damit sie die richtigen Gebärden machen kann, nutzen wir Adobe Premiere, um dort diese Dateien rausziehen zu können. Für die Aufnahmen an sich nutzt unsere Kollegin eine 4K-Webkamera. Sie nutzt die Software OBS Studio oder auch die Aufnahmesoftware von Windows selbst. Und zur Bearbeitung der Videos nutzt sie dann noch DaVinci Resolve in der kostenlosen Version. Also in Summe, ja, es sind viele Programme eigentlich, wenn man sich das überlegt, wo so ein Video durchgeht. Aber es ist tatsächlich sehr schnell in der Umsetzung verhältnismäßig. Und vielleicht noch ergänzend, das Ganze ließe sich auch mit noch vereinfachten Mitteln in CapCut oder anderen Schnittprogrammen umsetzen, wobei man dann für die Untertitelung und die Taktung der Gebärden Unterstützung, also menschliche Unterstützung bräuchte. So, Martina hat noch einen Hinweis für uns. Folgendes ist noch unbedingt zu bedenken. Wenn es sich um ein Interview oder um eine Erzählung handelt, sollte neben den Untertiteln auch eine Einblendung in DGS eingebaut werden und sollte das Video nicht mehr als 5 bis 8, vielleicht auch mal 10 Minuten dauern. Die Interviewerin sollte bitte nicht zu schnell reden, sonst gebärdet die Übersetzerin ungenauer. Falls Englisch gesprochen wird, sollten die Untertitel beide in Deutsch und Englisch abwechselnd gezeigt werden. Ein Vorteil für internationales Publikum, denn sie können beide Sprachen verstehen. Ein Tipp zu den Untertiteln. Meines Erachtens nach sollte immer bei längeren Videos, also 5 Minuten aufwärts, besser die deutschen und englischen Untertitel in 2 Zeilen parallel anzeigen. Bei sehr kurzen Videos kann man das Video abwechselnd mit deutschen und englischen Untertiteln darbieten und einen kurzen Hinweis auf die Beschilderung zur Laufzeit anzeigen, damit die BesucherInnen wissen, wann ihre gewünschte Sprache wieder erscheint.
Ich erachte das alles als sehr wichtig für die Teilhabe. Die Regeln müssen befolgt werden, siehe BITV 2.0. Alle Einrichtungen wie Museen müssen diese barrierefrei umsetzen. Eigenregie. Wir haben es schon gesagt, wir machen sehr, sehr viel in Eigenregie. Wir geben so gut wie gar nichts raus oder nur sehr wenig geben wir raus an externe Agenturen. Der Vorteil dieser Eigenregie ist, wir selbst können Projekte kurzfristig umsetzen. Und das ist uns sehr wichtig, weil in unserem Workflow haben wir oft gar nicht so lange Vorlaufzeiten, wie man das manchmal meint. Dann steht eine Ausstellungseröffnung an, Kuratoren sind da, wir bitten einige zum Interview, schneiden die Videos, drei Fragen und veröffentlichen die dann auch relativ zeitnah. Bei der Veröffentlichung kann man sich jetzt fragen, wie machen wir das? Wir veröffentlichen einfach in zwei Schritten. Das heißt, wir veröffentlichen unser erstes Video ohne DGS, meistens mit Untertitel. Ich stelle schon fest, KI ist in dem Bereich toll, was Untertitel angeht, aber die Nachbearbeitung dauert mindestens genauso lang, als wenn ich es selbst eben runterschreiben würde, als immer diese Texte anzupassen. Ich habe das mit mehreren Projekten und Software-Systemen ausprobiert. Also ich setze auf die KI, dass sie es irgendwann besser kann und besser versteht einfach. Denn viele Menschen reden undeutlich, so wie ich wahrscheinlich gerade auch. Und das zu übersetzen in ein Schriftbild ist nicht immer einfach. Und wenn man so etwas publizieren möchte, versuche ich das immer möglichst sauber zu machen, dass man die Texte auch gut lesen und verstehen kann einfach. Wie gesagt, zwei Schritte. Unser Video, was wir zuerst veröffentlichen, weil ich das erachte, auch zeitnah Dinge zu veröffentlichen bei Ausstellungseröffnungen, geben wir dann im zweiten Schritt das Video an unsere Kollegin Martina. Die überarbeitet das Video, setzt ihren DGS-Overlay drauf und dann bekommen wir das so circa 1 bis 2 Wochen später zurück und dann veröffentlichen wir nochmal das Video. Das heißt, wir haben dieses Video in der Regel immer zweimal bei YouTube. Wir nutzen YouTube als Plattform dafür zur Veröffentlichung und binden das dann immer auf unserer Homepage ein. Ich habe jetzt einfach mal einen Screenshot aus unserem Backend gemacht und zwar arbeite ich ganz stark mit Playlisten, damit ich da überhaupt irgendwie einen Überblick behalte, was ich wo wie veröffentliche. Und man sieht, die Ausstellungen und Ausstellungen in DGS, das sind die entscheidenden Zahlen für mich und die entscheidenden Listen, wo ich beide Videos immer reinpacke. Und ich war selbst so ein bisschen überrascht bei dieser Recherche, dass wir schon so hohe Aufrufzahlen haben bei den DGS-Videos. Ich bin mir sicher, wenn ich das jetzt noch so ein halbes Jahr verfolgen werde und wir dieses Projekt einfach weiter forcieren werden, mehr Videos in dem Bereich veröffentlichen, werden auch die Zugriffszahlen höher. Es wird sich in der Community rumsprechen, weil es auch eine sehr kleine Community ist, wenn man mal ehrlich ist. 200 bis 250.000. Aber die Frage ist auch, wer liest das vielleicht auch mit Untertitel? So, für den vielleicht DGS gar nicht relevant ist, aber der Untertitel ist vielleicht auch für einige relevant. Also ist unsere Zielgruppe vielleicht noch ein Stückchen größer, dass wir noch mehr Personen erreichen. Und das sind so Sachen, die finde ich ganz interessant und wichtig und dass wir diese ganzen Zugänglichkeiten einfach schaffen und möglich machen und so breit, wie es eben geht, wenn wir die Möglichkeit haben. Ja, ein Satz noch kurz zu den Zahlen. Kann ich hier mit der roten Taste zurück? Ja. Der Zeitraum, wir haben den Zeitraum jetzt nicht im Screenshot, deswegen kann ich ihn gerade nicht wiedergeben, aber es ist ein relativ kurzer Zeitraum. Was man aber daran sieht, ist, in welchem Verhältnis die DGS-Ausstellungsvideos zu den Nicht-DGS-Ausstellungsvideos stehen. Und das ist für uns eigentlich der entscheidende Marker, dass sich der Aufwand jetzt aus so einer nicht nur Barrierefreiheits- und Öffnungsperspektive lohnt, sondern auch aus einer Marketingperspektive, weil das sind einfach viele Menschen, die offenbar lieber die DGS-Videos gucken als die nur untertitelten Videos. Und genau, diese Menschen möchte man natürlich mitnehmen. So, und damit sind wir auch schon fast am Ende. Genau, wohin wollen wir? Digitale Barrierefreiheit. Ich glaube, alle im Raum haben in irgendeiner Form Website- oder Social-Media-Kanäle, in denen versucht wird, so barrierearm wie möglich unterwegs zu sein. Und alle kennen sicherlich ihre Schwachstellen, wir auch. Und wir fühlen uns damit auch sehr angreifbar, weil wir immer hinterherhängen. Also
Der Bereich entwickelt sich so schnell, dass man mit einer eigentlich sehr neuen Website ein Jahr später sich schon nicht mehr ganz sicher fühlt, ob das nun wirklich noch komplett barrierefrei ist. Und es ist ein Bereich, in dem man sich sehr viel fortbilden muss und sehr viel schulen lassen muss und auch einfach sehr viel lesen muss, weil es diese Schulung und Fortbildung oft noch gar nicht gibt in dem Tempo, wie sich die technische Entwicklung eben bewegt. Und ja, es ist ein Bereich, an dem man dranbleiben muss auf allen Ebenen, gerade dem technischen. Und was wir jetzt hauptsächlich ja machen, ist der redaktionelle Bereich. Und auch da entwickelt sich einfach sehr viel. Also es kann gut sein, dass in einem halben Jahr unsere Kollegin sagen wird, nee, mit den Tools möchte ich nicht mehr weiterarbeiten, das ist nicht mehr brauchbar. Also man muss da einfach dranbleiben. Wir machen viele Weiterbildungen, wir lesen viel in dem Bereich und wir versuchen viel mit Personen in Kontakt zu kommen. Eigentlich hat ja jede Stadt auch eine Stelle für digitale Barrierefreiheit und die haben immer Beratungsangebote, wo sie einen auch gerne kostenfrei einladen. Auch das ist ein Feld, in dem man sich gerne gut bewegen kann, um sich fortzubilden. Genau. Und unser Ziel, das vielleicht noch als letzter Schlusssatz, ist einfach da noch mehr zu machen und noch besser zu werden und günstige, umsetzbare Mittel zu finden, um das zu tun.